Was geht ab, Sonny hier von der Android Device und ich habe ein neues Tool gefunden, womit ihr euer Android-Gerät routen könnt. Das Ganze findet sich hier auf der Droid Views Webseite. Hier habt ihr auch eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ist eigentlich ganz easy, man lädt eine Extra-Datei runter und lässt quasi laufen. Hier seht ihr noch einmal die verfügbaren Geräte, die alle unterstützt werden, meiner Meinung nach auch sehr viele. Unter anderem auch das Nexus 5, das neue, auch das Galaxy S4, also eigentlich alles Aktuelle dabei. Einzige, was ihr machen könnt, ist, wie ich euch gerade hier zeige, einmal in den Sicherheitsmodus gehen, das USB-Debugging aktivieren. Wenn ihr das Ganze, diese Entwickleroption nicht habt, wie bei HTC seht ihr es oben, wie man die aktiviert. Ansonsten einmal via Google bitte nachschauen, wie ihr die Entwickeroption bei euch freigeschaltet kriegt. Dann müsst ihr einmal USB-Debugging anmachen. Dann geht es hier weiter und dann ladet ihr euch das Kingo App Root Tool runter und die Screenshots hier sagen eigentlich auch schon den Rest. So. Und zwar wird dann das Gerät normalerweise automatisch erkannt und dann steht da Routing und am Ende sollte stehen Root Succeed, das heißt ihr habt das Ganze geschafft und bestanden. Danach könnt ihr euch ganz einfach ein Custom Recovery flashen, wenn ihr weitere Custom ROMs haben wollt. Ich hoffe, ihr habt Erfolg mit dem Tool. Das Ganze bringt euch dann die Root-Rechte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.